Heute gibt es mal wieder einen Book-Tag von mir, nämlich den Mid-Year Book Freakout-Tag. Viel Spaß mit dem Video! Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Book-Tag, nämlich weil Mitte des Jahres schon erreicht bzw. überschritten wurde, jetzt seit einigen Tagen, gibt es den Mid-Year Book Freakout-Tag von mir. Den finde ich eigentlich ganz interessant mit coolen Fragen. Den habe ich bei der lieben Tanja gesehen. Ich verlinke euch unten in der Infobox ihren Kanal. Da könnt ihr auch bei ihrem Kanal und ihrem Video dazu nachschauen, wie sie die Fragen beantwortet hat. Und ich beantworte wie immer in meinem Buchtext die Fragen mega spontan. Das heißt, ich werde während der Fragen wahrscheinlich immer wieder erst die Bücher raussuchen und überlegen müssen, welche ich euch da jetzt in die Kamera halte. Das sind insgesamt, ich weiß gar nicht wie viele Fragen, 14 Fragen rund um die bisher gelesenen Bücher des ersten Halbjahres 2022. Und ich würde mal sagen, ich starte einfach gleich los mit Frage Nummer 1. Die erste Frage lautet: Welches Buch war dein bisheriges Jahreshighlight? Das kann ich so nicht sagen, denn ich habe euch heute auch schon ein Jahreshighlight-Video abgedreht mit 10 Büchern, die ich alle gleich gut fand, mit vollen 5 Sternen. Deshalb habe ich mir jetzt stellvertretend 3 der Bücher rausgesucht. Ich konnte es wirklich nicht auf weniger als auf 3 beschränken. Und das sind lustigerweise alles 3 Fantasy-Titel und die zeige ich euch jetzt. Und das waren meine absoluten Jahreshighlights bisher. Aber auch die anderen Bücher, die ich euch im Highlights-Video gezeigt habe, ich weiß gar nicht, welches Video vorher online kommt, aber auf jeden Fall in dem Highlights-Video von mir, alle 10 Bücher sind eigentlich auf gleicher Stufe gestellt. Und zwar einmal Ein Fluch so ewig und kalt. Das Buch hat mich absolut begeistert, in den Bann gezogen und von sich überzeugt, mit einer tollen Idee, mit einer mega tollen Parallelwelt, mit ganz, ganz tollen, liebevollen Charakteren, in die ich mich so verliebt habe, vor allem in Commandant Grey. Und die Handlung nimmt auch andere Züge an, als am Anfang vermutet. Sie geht nicht solche 0815 Wege, das hat mir mega gefallen. Also das Buch hat mich auch sehr überrascht. Das Ende ist auch sehr offen und alles in allem, weil es so andere Wege geht, toll geschrieben ist, tolle Charaktere hat und einfach so eine ganz bunte, spezielle Mischung ist, ist es für mich definitiv ein Highlight, das ich jedem von euch empfehlen würde zu lesen. Und ja, ich habe es mega geliebt, ich war so begeistert. Ich hatte mir zwar schon erwartet, dass es mich überzeugen wird, aber dass es mich so umhaut und begeistert, hatte ich nicht gedacht. Und deswegen ist es bisher eins meiner absoluten Jahreshighlights aus dem Jahr 2021. Ganz am Anfang des Jahres habe ich eine meiner liebsten Lieblings-Fantasy-Reihen überhaupt ever beendet, nämlich Isara. Und der vierte Teil heißt Isara verbrannte Erde. Und weil es eben noch Anfang dieses Jahres erst beendet wurde, ich habe nämlich die ersten 3 Teile im Dezember gelesen und hier den dritten im Jänner beendet, kann ich den ins Video mitnehmen, denn natürlich ist es eine meiner liebsten Reihen überhaupt. Der letzte Band hier ist absolut überzeugend, begeistert nochmal, legt nochmal eine Schippe oben drauf. Also die Reihe steigert sich auch von Band zu Band, obwohl Band 1 schon grandios ist, geht es ab Band 2 noch rasant dazu. Und hier der vierte und letzte Teil, das grandiose, packende Finale, ist es wirklich. Also es ist actionreich, spannend, packend, voller Liebe, voller Freundschaft, voller Magie, aber auch voller natürlich schlimmen, brutalen und echt furchtbaren, herzreißenden Situationen. Und ja, man fiebert hier von vorne bis hinten mit. Es ist ein absoluter Page-Turner, man kann es nicht aus der Hand legen. Für alle von euch, die die Isara-Reihe noch nicht gelesen haben, noch nicht kennen, worauf wartet ihr bitte? Lest diese Reihe, gebt ihr eine Chance. Julia Dippel schreibt grandios und hat es mit dieser Reihe, mit ihrer Debüt-Reihe schon bewiesen, was für eine ganz tolle, spezielle Autorin sie ist und wie toll sie vor allem die Charaktere beschreibt. Man liebt sie einfach, man schließt sie ins Herz, man kennt sie, man ist befreundet mit ihnen, wenn man die Isara-Reihe liest. Und ja, ich fühle mich diesen Charakteren und dieser Welt so, so nahe. Und auch wenn ich mit einem weinenden Auge auch dran war, dass ich die Reihe da beendet habe mit diesem Band, war es auch gleichzeitig grandios und toll. Und ich hätte mir kein besseres Finale wünschen können. Also man ist hier wirklich mega zufrieden damit, wenn man das hier liest. Und ja, ich werde die Reihe auch rereaden. Also das ist so eine Reihe, die wirklich dafür spricht, sie zu rereaden, weil man ist sie mega schnell durch. Und es ist einfach, glaube ich, auch wenn man das 5-mal liest, noch spannend. Also wirklich, einfach nur toll. Hier gab es wieder tolle Sequenzen, neue überschlagene Dinge, man fiebert nur so mit, grandiose Dialoge und ja, ein perfektes 5-Sterne-Buch und auch eine perfekte 5-Sterne-Reihe. Das
dritte Buch ist auch ein Fantasy-Titel, nämlich da hat mich dieser zweite Band besonders fasziniert und begeistert. Ich habe auch den dritten sehr geliebt, aber der zweite war mein Favorit, nämlich Sister of the Moon, der zweite Band der Hexenschwestern-Trilogie. Ein absolut grandioses Buch. Band 1 war ja mit einigen Abzügen nur so mittelmäßig für mich persönlich, aber hier Band 2 hat es absolut rausgerissen, hat so eine Schippe draufgelegt. Mara Wolf hat hier eine interessante, wirklich tolle Dämonenwelt entschaffen. Hier werden neue Charaktere eingeführt, ein neuer Book-Boyfriend eingeführt und den habe ich mich mit rein verlieben können. Ich mochte die Schwestern auch sehr gerne, obwohl ich meine Probleme nach wie vor mit Vian, der Hauptprotagonistin, aus deren Sicht das Ganze geschrieben ist, immer wieder Probleme hatte, habe ich es dennoch geliebt, weil die Welt, die Magie, die Handlung und alles drumherum waren einfach mitreißend. Ich habe das Buch in kürzester Zeit weginhaliert, ich konnte es nicht aus der Hand legen und ich war so begeistert. Ich hatte damit nicht gerechnet. Nach Band 1 hatte ich nicht damit gerechnet, dass es ein volle 5 Sterne Jahreshighlight-Buch wird. Es wurde es aber und ich werde es nicht leid, dieses Buch in die Kamera zu halten. Natürlich Band 3 ist auch mega grandios, das Ende der Reihe, das Finale war auch wirklich sehr schön, rund und toll. Aber diesen zweiten hier mochte ich am liebsten und deswegen ist der hier auch mein bisheriges Highlight, also bisheriges, mein Highlight der Reihe und hier im Highlights-Video stellvertretend für die Reihe Band 2. Das war mal Frage 1. Da konnte ich mich schon nicht für ein Buch entscheiden. Ich hoffe, es geht in diesem Tag nicht so weiter. Schauen wir uns mal die zweite Frage an. Frage 2. Welche Reihenfortsetzung fandest du bisher am besten? Da würde ich auch wieder Sister of the Moon tatsächlich in die Kamera halten, weil es ist eine Reihenfortsetzung und es ist eine so grandiose, gute Steigerung der Reihe, wie selten bei anderen Reihen gesehen. Oft sind zweite Bände ja eher so diese Zwischensequenzen und die schwächsten der Bände. Aber hier war es das Gegenteil. Das war eine so grandiose Fortsetzung. Und deshalb halte ich diesen Band jetzt nochmal für Frage 2 in die Kamera. Frage 3. Eine Neuerscheinung, die du lesen wolltest, aber bisher noch nicht geschafft hast. Dazu zählen grundsätzlich alle Neuerscheinungsneuzugänge von mir. Natürlich will ich die alle lesen und alle, die ich bisher nicht gelesen habe, weil ich es nicht geschafft habe, liegen da drauf. Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal stellvertretend rausgesucht, Gemma, sei glücklich oder stirb, von Charlotte Richter aus dem Arena Verlag, dieses hübsche Buch. Denn es wird irgendwie zu wenig und zu selten gezeigt bisher. Ich habe es eigentlich fast nirgends gesehen. Und die Grundhandlung klingt aber so spannend. Es geht ja um eine dystopische Gesellschaft, in der Glück über alles steht. Und wenn der Glückspegel zu viel und zu lange gesunken ist, dann wird man krank und stirbt. Und Gemma will diesen Glückszwang eigentlich nicht mehr und lernt dann auch einen Grenzgänger kennen namens Keno. Und ja, da ist dann auch eine Liebesgeschichte. Sie versucht aber auch ihren Vater zu retten, der leider immer unglücklicher wird. Und ja, das klingt so spannend. Ich liebe Dystopien. Und ja, ich habe es noch nicht dazu gegriffen. Ich kam einfach nicht dazu, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Aber ich will es möglichst bald eigentlich schaffen, dieses Buch zu lesen, weil es auch endlich wieder eine Dystopie ist. Das habe ich seit längerem schon nicht gelesen. Und halt eine wirklich erwartete, sehnsüchtig erwartete Neuerscheinung von mir war. Und ja, jetzt liegt es ungelesen schon seit 2 Monaten bei mir rum. Und das ist echt schade, darum hat das Buch nicht verdient. Und ich hoffe, dass ich wirklich bald dazu komme, das zu lesen. Frage 4. Auf welche Neuerscheinung im zweiten Halbjahr freust du dich am meisten? Da gibt es natürlich mehrere. Ich kann euch mein Neuerscheinungsvideo hier oben hinter dem i verlinken. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da stelle ich euch die ganzen Top-Titel, interessanten Titel vor, die noch in der zweiten Jahreshälfte auf uns zukommen. Nämlich die ganzen ersten Bände von neuen Reihen, also Reihenstarts oder Einzelbände, also keine Folgebände. Ich würde sagen, ich freue mich wirklich sehr auf Blood and Ash von Jennifer Armentrout. Das kommt ja jetzt in den nächsten Juliwochen auf uns zu. Und das wird von allen Geliebten gefeiert, die es Englisch gelesen haben. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich freue mich aber auch sehr auf das neue Buch von Brittany C. Cherry, auf das nächste Buch von Emma Scott, weil das sind einfach meine Lieblingsautorinnen. Ich freue mich mega auf Bale von Julia Dippel. Das ist zwar schon länger erschienen, aber kommt jetzt erst im Laufe des Juli, ich glaube Ende Juli, als Hardcover raus. Und ich habe es als Hardcover vorbestellt und deswegen als E-Book nicht gelesen. Ich will es nämlich als Hardcover zum ersten Mal in den Händen halten und dann lesen. Das heißt, da fieber ich hin. Genauso wie auf Kasadim 3 von Julia Dippel, was dann im Ende November erst leider rauskommt. Da fieber ich megamäßig hin. Und ansonsten fällt mir gerade keins rein. Aber es sind gefühlt fast alle Titel,
die ich euch im genannten Neuerscheinungsvideo für die zweite Jahreshälfte vorgestellt habe. Also es sind eine Menge. Frage 5. Welches Buch hat dich bisher am meisten enttäuscht? Was mich am allermeisten enttäuscht hat, war ein Hörbuch. Und es war wirklich das schlechteste Buch, was ich überhaupt jemals zu Ende gelesen bzw. gehört habe. Also so weit würde ich mich sogar rauslehnen. Und das war von Megan March, Fall of Legend. Dieses Buch war wirklich grottig. Ich konnte nicht mehr als einen Stern geben. Ich fand es echt mega schlecht. Die Charaktere haben gehandelt wie 12-Jährige, nicht wie über 30-Jährige. Unrealistisch, Insta-Love von beiden Seiten aus hoch 100. Die Grundhandlung war an den Haaren herbeigezogen, wirklich von Anfang bis Ende. Also alles an dem Buch war unglaubwürdig und schlecht. Und ich kann das auch nicht schönreden oder gutreden. Es war auf jeden Fall einer meiner absoluten Jahresflop und ist bisher momentan wirklich von allen Flop-Büchern auf Platz 1. Und ob das noch irgendwie geschlagen wird, ist fraglich. Ich glaube nicht. Frage 6. Welches Buch war die bisher größte Überraschung? Da muss ich kurz nachschauen und überlegen. Die größte Überraschung bisher war, würde ich sagen, und ich leuchte mit den Wolken, Love is Love von Sophie Bichon, ganz frisch erst im Juni von mir gelesen worden. Warum war das hier so eine große Überraschung? Weil ich nicht dachte, dass mich das Buch dermaßen überzeugend begeistern wird. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und es ist so poetisch und wunderschön geschrieben mit wirklich tollen und wichtigen Inhalten und Botschaften und genialen Zitaten. Es ist so lebensnah und echt und einfach wirklich wunderschön und ergreifend, poetisch und hochemotional. Das würde ich jedem uneingeschränkt empfehlen. Das zeigt, was wahre Liebe eigentlich ausmacht, also wirklich mit ganz tollen Botschaften und Aussagen gespickt. Und es hat mich so überrascht. Ich dachte, ich werde es gut finden, weil die ganze Buch-Community es gefeiert hat. Aber ich dachte nicht, dass so ein überraschend grandioses, volle 5-Sterne-Highlight wird. Und deswegen war das das Buch, was mich bisher in diesem Jahr am meisten überrascht hat. Frage 7. Deine neue Lieblingsautorin. Und zwar fällt mir dazu Jake Kristoff ein, denn ich habe erst dieses Jahr ihn als Autor für mich entdeckt und Bücher von ihm gelesen. Erst zwei, aber die restlichen will ich auch lesen. Und zwar einmal mit Aurora erwacht und einmal mit Stormdancer. Diese beiden Bücher waren volle 5-Sterne-Highlights. Grandiose Bücher, wirklich. Ich habe sie geliebt und gefeiert. Es geht hier um ganz unterschiedliche Dinge, aber beide sind auf ihre Weise genial und überzeugend. Und er ist unter meinen neuen Lieblingsautoren mit diesen beiden Büchern gegangen. Ich bin gespannt auf die Nevernight-Trilogie, die habe ich noch nicht gelesen. Die möchte ich mir auch innerhalb des Jahres eigentlich am liebsten noch zulegen und lesen. Als auch die Illumine-Akten. Da kommt ja der dritte Teil nächstes Jahr dann raus. Und ja, ich will diese ganzen Bücher kaufen und lesen. Ich bin mega gespannt, wie es hier weitergeht. Ich freue mich auf die Fortsetzungen dieser Reihen. Und wie gesagt, ich will eigentlich alles von ihm lesen. Er hat mich hier mit diesen beiden Büchern vollends von sich und seinem Schreibstil, als auch seinen fantastischen Ideen und Umsetzungen überzeugt. Und deshalb würde ich sagen, Jake Kristoff. Dein neuer fiktionaler Schwarm. Da gibt es ja viele. Wer ist so mein Book-Boyfriend dieses Jahr? Nummer 1. Schwierig, ja. Ich mag sie alle immer sehr gern, während ich die Bücher lese. Aber sie geraten dann auch immer wieder in den Hintergrund, wenn ich neue Bücher lese. Deswegen muss ich da gerade auch kurz nachschauen und überlegen. So, ich habe mich jetzt einfach für den, den ich am meisten noch im Gedächtnis habe und der so ziemlich mein neuester, absoluter Book-Boyfriend ist. Also in vielen Büchern habe ich welche, aber ihn fand ich einfach von Anfang bis Ende toll. Und zwar Kommandant Gray aus Ein Fluch so ewig und kalt aus diesem grandiosen Buch hier. Sein Charakter ist sehr vielschichtig, viel mehr als auf den ersten Blick. Er ist ein absolut tödlich perfekt ausgebildeter Wachkommandant und Soldat. Und ja, mit ihm ist echt nicht leicht Kuchen essen sozusagen. Er ist absolut loyal, was ich am meisten an ihm geliebt habe. Er ist der loyalste Charakter überhaupt, ja, den ich glaube ich jemals in einem Buch gelesen habe. Wirklich so weit würde ich gehen und das habe ich so geliebt. Seine Stärke, seine Loyalität, seinen Mut. Und auf den ersten Blick ist er ein ernster, verschlossener, ruhiger Typ. Aber auf den zweiten Blick hat er eine sarkastische Art und legt einen wirklich ganz tollen Humor an den Tag. Und ich war absolut von ihm begeistert. Und der Love Interest in diesem Buch ist eigentlich Ren, den ich auch mochte.
Aber Gray hat mein Herz gestohlen hier. Er ist meine Nummer 1 hier, bei weitem sogar, mit Abstand. Und ich hoffe, dass in Band 2, den ich schon hier habe, aber noch nicht gelesen habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das drehe, es sehr viel um Gray gehen wird. Das würde ich mir wünschen. Das Ende von Band 1 spielt nämlich schon auf ein paar Sachen, was Gray betreffen an. Und deswegen hoffe ich drauf, ja, dass er hier dann in Band 2 weiter eine wichtige Rolle spielen wird und oft vorkommt, weil ich liebe ihn wirklich sehr. Dein neuer fiktionaler Lieblingscharakter. Ja, da könnte ich euch jetzt auch Gray zeigen. Ich nehme aber einen anderen. Ich habe mich jetzt für Carl bzw. Kalis entschieden, der hier in Aurora erwacht. Einer der Raumfahrttruppe ist, die eben hier vorkommt. Die Clique, die sich hier zusammenfindet, unfreiwillig aus lauter Losern und Übergebliebenen und Ausgestoßenen. Und ja, ich mochte Carl wirklich sehr, sehr gerne. Er ist hier eigentlich auch mein Book-Boyfriend, aber ja, ich nehme ihn jetzt auch als Lieblingscharakter, weil man hat noch nicht so viel von ihm gesehen, aber dadurch, dass er eben eine andere Rasse ist als ein Mensch, ja, er ist halt ein Außerirdischer, legt er manchmal andere Aussagen, Einstellungen und Verhaltensweisen an den Tag und das hat mir mega gefallen. Es hat mir gefallen, dass er so ein richtig arger, starker, brutaler Kämpfertyp sein kann, aber er hat das Herz auch am rechten Fleck und ja, diese Mischung hat mir mega gefallen und die Dialoge, die teils sarkastisch und auch witzig waren, die er vor allem mit Ori gemeinsam führt und ihr dann auch näher kommt und flirty ist so ein bisschen, aber auf seine verquere eigene Art, haben mir so gefallen und ja, es gibt auch eine Szene mit ihm und Tyler hier, die echt witzig ist und weil er eben von dieser Alienrasse ist, für ihn ganz arg ist, was da eigentlich abgeht. Aber er muss mitspielen, weil es geht um Leben und Tod. Und ja, das war mega witzig. Und ja, ich mochte Carl wirklich sehr gern. Ich hoffe, es geht sehr viel auch um ihn und seine Geschichte. Und dass man noch mehr über ihn erfahrt in Band 2 und Band 3. Ich hoffe, dass die Bücher bald übersetzt werden, weil ich kann echt nicht mehr warten, wie es da weitergeht. Und ja, ich mochte ihn echt gern. Frage 10. Ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Ich weine eigentlich nie bei Büchern. Es kann sein, dass mich was rührt oder ganz leicht nur die Tränen kommen, aber dass ich so richtig losheule, das habe ich eigentlich nie oder so gut wie nie. Aber ich habe bei einem Buch zum ersten Mal in meinem ganzen Leben einen Lachanfall gehabt, über 10 Minuten durchgelacht und mir kamen die Tränen vor Lachen. Und zwar war das bei Back to Us von Morgan Mocombre. Deswegen halte ich jetzt dieses Buch in die Kamera, weil es war ein grandioses Highlight. Der Schreibstil, also die Geschichte, waren überzeugend. Und hier waren vor allem in der ersten Hälfte des Buches sehr lustige Sequenzen mit einem sehr stark überzogenen Humor, denn dieses Buch ist K-Dramas gewidmet und ist auch geschrieben wie ein K-Drama. Und das hat die Autorin perfekt umgesetzt. Wirklich ganz, ganz toll. Und diese eine Szene, also ich musste hier mehrmals laut lachen und schmunzeln, immer wieder im Laufe des Buchs, aber bei einer Szene musste ich eben Tränen lachen und deswegen, ja, nehme ich dieses Buch für, bei welchem Buch musste ich heulen, aber ja, ich habe eben geweint vor lauter Lachen. 11. Ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Auch schwer zu sagen, weil mich machen sehr viele Bücher glücklich. Mich haben eigentlich alle Highlight-Bücher glücklich gemacht, muss ich sagen. Da muss ich jetzt auch mal nachschauen, was ich da am besten nehme für die Kategorie. Ein Buch, was mich echt glücklich gemacht hat, obwohl natürlich dazwischen immer wieder dramatische, mitfiebernde Sequenzen vorkommen und spannende, war When We Hope von Anne Petzold, der dritte und letzte Band der Love Next-Reihe von ihr. Weil es war wirklich mein Lieblingsband der Reihe, der war echt toll und grandios. 5 Sterne plus 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 und ja, es ist eine absolute Herzens- und Wohlfühlreihe von mir und dieser dritte Band hat mich sehr glücklich gemacht, einfach wegen dem Ende. Das war einfach abgerundet, passend. Es war nämlich kein überzogen Zuckerguss Friede Freude Ende, aber ein echt schönes, womit alle Charaktere gut leben können, wo Ella und Jaehyung eigentlich großteils zufrieden und happy sind miteinander und auch die Band Next und auch die Schwestern von Ella und alles zusammen war es ein rundes, angenehmes Ende und ein passender Abschluss für diese Reihe und deswegen war ich sehr glücklich. Ich war glücklich beim Lesen, obwohl natürlich eben manche Szenen auch echt spannend und zum Mitfiebern waren, wo man denkt, oh mein Gott, kann das noch gut ausgehen? Aber ja, alles hat sich dann doch gefügt und gewendet, so wie man sich's wünscht als Leser und Leserin. Und deshalb, ja, war ich sehr glücklich beim Lesen und beim Ende dieses Buchs. Mit einem traurigen Ende glücklich, weil ja die Reihe dann zu Ende war. Frage 12. Das optisch schönste Buch, das dieses Jahr bei dir eingezogen ist. Da könnte ich jetzt auch wieder sehr viel in die Kamera halten. Ich finde, es sind wirklich sehr, sehr schöne Cover eingezogen. Es kommen echt so tolle Bücher raus mit wunderschöner Covergestaltung. Da muss ich jetzt auch überlegen, für welches ich mich entscheide. Ich habe jetzt rumgesucht und ich könnte mich wirklich für jedes zweite Buch
entscheiden. Manche habe ich gelesen, manche noch nicht. Aber ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden aus dem Lux Verlag, wo mich, bevor das überhaupt erschienen ist, das Cover schon so angesprochen hat. Es hat wirklich zu mir gesprochen, kauf mich, lies mich. Obwohl da jetzt kein toller Glitzereffekt drauf ist, nichts Erhabenes drauf ist, aber das Cover trotzdem spricht mich einfach an. Deswegen habe ich mir gedacht, dafür entscheide ich mich. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Beyond the Sea von L.H. Cosway aus dem Lux Verlag mit diesem Strand, Wasser und Bucht hier mit an der Brandung von oben fotografierten. Ich hoffe, es steht scharf. Nein, natürlich nicht. So, jetzt. Ich finde, das ist wirklich ein unglaublich ansprechendes, wunderhübsches Cover. Und das, wie gesagt, obwohl hier keine 100 erhabenen Dinge oben sind, kein Glitzereffekt, kein Glanzlook, was ich bei Urfilmcover ja liebe, wirklich liebe. Aber trotzdem hat dieses Cover etwas Anziehendes für mich, fast schon magisch Anziehendes, dieses Foto, diese Farben, die verwendet werden, die Schriftart ist auch schön und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Buch entschieden. Frage 13. Welches Buch musst du unbedingt noch dieses Jahr lesen? Auch die Frage, wie soll ich die denn beantworten? Ich will alle Bücher von meinem Sub lesen, was natürlich utopisch ist. Es fällt mir da echt schwer, euch da jetzt nur ein Buch in die Kamera zu halten. Ich bin echt nicht gemacht für diese ein Buch in die Kamera halt Fragen. Also wie gesagt, es zählt für mich eigentlich der komplette Sub natürlich, den ich am liebsten komplett noch in diesem Jahr lesen wollen würde. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace, weil der zweite Band kommt jetzt Ende Juli raus. Ich will die komplette Reihe dann im Sommer auch lesen. Also das liegt auf meiner Leseliste Juli. Es ist fix eingeplant, dass ich dazu bald greife. Ich freue mich mega drauf, wirklich. Das wird eine Meeresgeschichte, magische Fantasy-Welt werden, mit einem Piraten auf seinem Schiff über das Meer segeln, auf der Flucht. Und das klingt so fantastisch, fantasymäßig, mitreißend, spannend und toll, aber gleichzeitig nach Sommer, Sonne, Strand, Meer, nach Hitze, nach einem perfekten Sommerbuch. Und das gibt's eh selten, Fantasy-Lektüre, die für den Sommer perfekt passt. Und deswegen möchte ich dieses Buch möglichst bald lesen und unbedingt in diesem Jahr noch gelesen haben. Und die letzte Frage ist Frage Nummer 14. Welche Buchverfilmung hast du dieses Jahr gesehen? Und natürlich sehr viele Filme und Serien sind auf Büchern basierend, wo ich das gar nicht weiß und mitbekomme. Aber bei einer Serie weiß ich es. Ich habe aber das Buch dazu nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt, aber ich kann jetzt nur das nennen. Mir fällt nichts anderes ein. Und zwar Shadow and Bone, die Verfilmung von Leigh Bardugos Grishaverse, also von der Grisha-Reihe und der Crane-Reihe von ihr. Das ist ja so eine Mischung in der Serie. Und ich kann jetzt, wie gesagt, nicht sprechen, ob das eine gute Verfilmung ist, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Aber mir hat die Serie gefallen. Die Schauspieler fand ich überzeugend. Ich mochte die verschiedenen Handlungsstränge. Ich fand großteils, es war auch ganz gut gemacht, denn ich habe echt Probleme mit CGI-Effekten in sehr vielen Filmen und Serien, aber hier war es in einem Rahmen und okay. Und mir hat diese Welt auch gefallen und ich habe jetzt gar nicht so den Anspruch drauf, die Bücher zu lesen, weil ich eigentlich Angst habe, dass ich dann sehe, okay, was fehlt in der Serie und so. Weil so war ich echt überzeugt und begeistert. Ich war die Serie in 2 Tagen durch, die hatte, glaube ich, nur 6 Folgen. Und ich bin gespannt auf Staffel 2, die soll ja schon kommen, das ist ja schon bestätigt, wie es da mit den ganzen Charakteren und verschiedenen Handlungssträngen dann weitergeht. Und ja, hat mir echt gefallen. Ansonsten fällt mir spontan keine Buchverfilmung ein, die ich dieses Jahr geschaut habe. Filme schaue ich generell sehr wenig. Ich liebe Serien über alles. Da habe ich aber jetzt sonst, glaube ich, keine Serie geschaut, die verfilmt wurde von einem Buch. Außer ich weiß gar nicht, dass es dazu ein Buch gibt oder gab. Und ja. Und das waren sie. Das waren die 14 Fragen vom Mid-Year Book Freakout Tag. Es ist mir gar nicht so leicht gefallen, jeweils immer nur ein Buch drauf zu packen. Bei Frage 1 habe ich es ja auch nicht geschafft. Das ist echt zu schwer für mich. Also ich kann mich echt schwer für nur ein bestimmtes Buch entscheiden bei gewissen Fragen, weil einfach mehrere mir gleich gut gefallen oder mehrere gleich gut in diese Frage und Kategorie passen. Aber ja, habt ihr eins oder mehrere der Bücher, die ich euch gerade gezeigt habe, vielleicht selber schon gelesen? Stimmt ihr mir bei den Fragen zu? Oder sagt ihr, nee, das Buch war überhaupt kein Highlight, das war ein Flop oder umgekehrt, whatever. Ihr könnt mir gerne eure Antworten auf die einzelnen Fragen unten reinschreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese alles und kommentiere alles zurück, so wie immer. Ich danke euch auch wie immer sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.